Und da sind wir auch schon wieder zurück bei Bioshock Infinite. Wir sind hier gerade durch irgendeine komische Tür marschiert. Und ja, ich habe keine Ahnung, was das war. Wir sind gestorben und dann wurden wir nicht von der guten alten Elisabeth wiederbelebt, sondern sind durch so eine Tür gelatscht. Und jetzt sind wir irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, wo wir sind. Los, mach! Aber klar. Tesla-Transformator. Was das ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Aber wir werden uns das mal angucken. Wer ist da? Ich weiß nicht, ob das was cooles. Wow! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wo kommt der denn her? Der Handyman. Erstmal hier das. Boah! Das Beiwerk. Alter! Hau ab von mir. Geh weg. Okay, fangen! Oh, jetzt habe ich hier gerade aufgeladen. Immer in sein Herz. Der Typ ist sauer. Der Typ ist sauer. Und wir sind fast tot. Er muss sterben. Sonst sind wir gleich kaputt. Irgendwozu muss der Tesla-Transformator doch gut sein. Jetzt geh kaputt. Geh doch kaputt. Schockjacke. Keine Ahnung, was wir da gerade gefunden haben. Ich habe es aus Versehen weggeklickt. Das war heftig. So, einmal kurz gucken, was das genau ist. Bei Nahkampfschaden 50%ige Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Opfer sind 2 Sekunden lang verwundbar und nehmen 50 Schaden. Gönnen wir uns. Kann man, glaube ich, nichts mit verkehrt machen. Was ist hier jetzt noch? Wer schießt denn jetzt hier auf uns? Ach, hier. Wo kommen die Schüsse her? Okay. Ich glaube, unser Nahkampfschaden ist ziemlich unschlagbar. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Ich will hier die Ampulle haben, die hier vorne liegt. Irgendwie muss es doch da reingehen. Von hier nicht. Hm. Ist anscheinend gar nicht so leicht, wie es aussieht. Aber wir müssen vorangehen. Und zurückgehen. Muss es doch irgendwie reingehen. Kann doch nicht sein. Wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Also hier waren wir jetzt auch gerade schon. Wo sind wir hier gelandet? Ich schlitz dich auf. In die Richtung. Boah, da war, glaube ich, gerade jemand ganz dicht an mir dran. Es muss doch hier irgendwo reingehen. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert, oder was? Das Kind um. Booker, wir müssen etwas tun. Wir müssen handeln. Wir müssen da rein.
Ja, dann mach auf hier. Hamburger, wir müssen was tun. Heb mich hoch. Geh zum Fenster und lenk Daisy an. Los! Hopp, hopp. Hallo. Das ist es? Das ist deine Bewegung, Daisy? Es muss sein. Wisst ihr, die Gründer sind wie Unkraut. Schneidet man es ab, wächst es einfach wieder nach. Wenn man Unkraut loswerden will, muss man es mit der Wurzel ausreißen. Nur so ist man... Oh. Cool Story. Elizabeth. Liegt wohl in der Familie. Krass. Hat sie dir einfach mal abgestochen. Ach, Elisabeth, komm her. Oh, oh, hey, hey, sachte. Ich wollte sie doch nur trösten. Wollt ihr doch gar nichts Böses. Wieso rennst du denn jetzt schon wieder weg, Elisabeth? Mann. Das macht man aber nicht. Ich beschütze dich hier die ganze Zeit. Oh, da wollen wir mal lieber nicht reingeraten in den Rotor. Gesundheitskit können wir immer gut gebrauchen. Ah, wir sind hier wieder bei der First Lady. Wo wir eins übergebraten bekommen haben von ihr. Das ist schon mal wieder keine gute Ausgangslage. Komm noch jetzt. Hör zu, ich denke, du solltest mit mir reden. Möchte sie nicht. Kommt sie raus? Nee. Ziel festlegen. Da ist sie wieder. Was hat sie denn gemacht? Haare abgeschnitten. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. New York oder Paris? Nein, 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 nein! Scheiße. Auf jeden Fall hat sie sich auch mal umgezogen. Gib mal Gas hier. Eine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung! Hilf mir suchen! Das ist nicht gut. Jo, wir sind, glaube ich, abgeschmiert. Und zwar aufs Übelste. Auch nicht schlecht. Es kam ziemlich überraschend. Wir konnten gar nicht den Moment genießen, wo sie sich hier eine Corsage angezogen hat. Auch scheiße. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein. Doch. Nein. Doch. Versuch's nochmal. Okay, warte sehr. Okay, wir müssen wo sind stoppen. Wir jetzt? Nein, das ist nein, das ist okay, das schnell. Bestimmt. Nein, ist es doch. Nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Wenn sie nein. Das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Gehen wir hier irgendwo hin? Okay. Schnell, Booker, schnell. Nein, das ist doch. Es nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Aufhören. Doch auf. Gut, auf, ihr bitte wisst sehr. Nicht, was ihr tut. Schon wieder die beiden komischen hier. Na also. Nein, jetzt habt ihr es geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Beides muss stimmen, damit er reagiert. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss.
Ey, ihr seid mir irgendwie komisch. Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Maestro selbst fragen. Und wo ist er? Och, Mann. Schon wieder abgehauen. Wenigstens ist das Piano noch da. So, jetzt müssen wir irgendwie weg. Piano verschieben. Wir haben keine Ziele. Jetzt wieder ja. Die Vox kommen. Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Irgendwas Cooles noch hier? Ach, haben wir schon alles durchsucht. Noch eine Truhe. Ich habe Geld gefunden. Yeah. Da ist wieder Geld. Ich nehme euch euer Hab und Gut. So. Hier ist Mülleimer. Hilft ja alles nichts, ne? Haben wir da hinten noch irgendwas? Hier ist auch ein Mülleimer. Okay. Wieder diese geilen Lichteffekte hier. Es ist echt geil gemacht. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Krass. Jetzt! Okay! Den Moskito haben wir uns geholt. Irgendwas ist hier, aber gucken wir lieber erstmal hier die Dinger. So. Hier sind überall Taschen. Die kann ich alle durchsuchen. Was hast du da gesagt, ja? Nehmt alles! Was soll ich? Hä? Das ist ein Gegner? Auch geil, dass er uns nicht angegriffen hat. Öffne ihn! Schluss jetzt hier. Wird lustig. Bedarf? Auf Salze, danke. Oh oh. Nur noch einmal angefurzt werden und dann bin ich im Arsch. Unser Schild ist wenigstens wieder aufgeladen. So. Jetzt sterb bitte. Ich seh zu, dass ich noch was finde. Junge, ey. Oh, fuck, 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 fuck. Mehr hab ich nicht. Irgendwas muss hier doch noch sein. Wir haben einfach kein Glück. So, wir brauchen neue Waffen. Nehme ich hier lieber die Burst Gun. So. Ist hier oben sonst noch irgendwas? Feuerhagel? Okay. Beim Abfeuern des Feuerhagels R1 gedrückt halten. Ah, so geht das. Wenn ich dann R1 loslasse, explodiert es. Kriegst du das auf? Ach, das wird nicht lange dauern. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Bitte sehr.
Los geht das. Hier haben wir ein bisschen Money. Money, 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 Money. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Ziemlich große Händen. Truhen hier. Willst du dir das mal ansehen? Schlossknacken 3 Picks. Hier ist so einiges. Schießeisen. Was war denn das nochmal? Ach, das geile Ding. Mein Lieblingsteil. Ja, das nehme ich gerne. Obwohl, jetzt habe ich 2 Waffen, die irgendwie relativ wenig Munition haben. Deswegen nehme ich, glaube ich, für das andere Teil, was auch immer das war, ich weiß es gerade nicht mehr, Feuerhagel oder so. Hier ist die Infusion. Gönnen wir uns. Schildinfusion. Ich glaube, ich sollte irgendwann mal damit aufhören, das wie beim Roulette zu machen. Weil so ein bisschen mehr Salzkapazität kann ja nicht schaden. Feuerhagel heißt das Teil, was ich eben weggeworfen habe. Ah ja, geil, jetzt haben wir das hier. Aber es sind ja jetzt noch einige Sachen dazugekommen, ne? Soghilfe erhöht die Anzahl an Feinden, die du gleichzeitig ziehen kannst. Bronco Boost verlängert die Schwebezeit von Gegnern 2-fach. Ladunghilfe macht beim Angriff kurzzeitig unverwundbar und lädt den Schild wieder auf. Das ist auch geil. Krähenboost erhöht die Dauer von Betäubung. Beherrschung billiger verringert die Menge an Salzen, die benötigt sind, um Beherrschung zu nutzen. Schockkettehilfe verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Und Krähenfallehilfe. Aber irgendwie turnt mich hier das Teil an. Ich bin so angetan von der Ladung. Das hole ich mir jetzt einfach. Und nicht mehr lange sparen, dann kann ich mir auch das hier holen. Ah, das ist auch geil. Die Blitzschläge finde ich auch geil. Ach Leute, Mann, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hole mir jetzt die beiden. Dann rüste ich die beiden Dinge auch aus und dann schauen wir mal, was hier, abgeht. Hier. Oh, eine Münze. Danke. Sehr zuvorkommen. Hm. So, für Soak nehmen wir jetzt hier Schockjockey. Wo müssen wir jetzt lang? Hier oben. Und dann links um die Ecke. Okay. Comstock bekommt das, was er verdient. Batz. Schick, schick. Geht ab. Welcome to Emporia. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Diese ganze Prophetie. Ich ahne Schlimmes. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann. Motorisierter oder? Patriot. Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war das ist jetzt unser. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Kommt der Patriot jetzt mit oder nicht? Oh, irgendwas kommt hier. Waffenautomat. Stirb. Ist nicht. Haben wir jetzt hier noch irgendwas? Nee, nee, nur unsere Schockfallen. Schockjockey!
Haben wir gerade erst benutzt. Wir hätten auch unser Schießeisen mal benutzen können. Lass uns das mal ansehen. Puh, Kinderspiel. So. Das Gefühl, wir haben hier irgendwas Interessantes vergessen. Aber irgendwie auch nicht. Was ist eigentlich da hinten? Ist das eine Puppe? Ist da irgendwas? Nee. Okay. Dann mal los. Ich glaube, wir kommen sowieso da lang. Geht zum Copstockhaus. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Bestimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nicht. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wär's seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Crazy people. Ich will hier raus. Hallo? Was ist das? Munition? Comstock House ist davon. Das Gewehr. Jetzt könnten wir mal einen Verkaufsautomaten gebrauchen. Aber jetzt haben wir nicht mehr so viel Munition. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen. Da hinten ist er. Kommst du? Ja, ich denke schon. Was sperrt er mich denn ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was in petto, um dich gefügig zu machen. Was denn? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Jetzt brauchen wir wirklich mal einen Verkaufsautomaten. Die dachten, sie bleiben für immer oben. Sieh sie dir jetzt an. Scheiße. Keine Munition. Das gefällt mir nicht so gut. Da ist ein Verkaufsautomat. Optimal. Versetzen wir den Typ mal einen Setschlag. Ich bin noch am Suchen. Munition sparen. Sonst wirft sie mir immer Munition zu. Aber wenn ich mal wirklich Munition brauche, dann nicht. Ja, Geld kann nicht schaden. Alter, jetzt finden wir aber auch wirklich schnell Geld. Das geht ja richtig ab. Komisch. Was ist denn hier alles drin? Oh, geil, ein Tresor. Ist ein Schloss aufzuknacken? Es sind schlimme Zeiten und ich könnte eure... Bitteschön. Geil. Ich hoffe, 225 Eagles. Hat mich hier vergessen. Und jetzt... Jetzt wieder Musik. Aus. Die Maus. Wir können die Schreibtische ja nicht mehr durchsuchen. Hm. Oder? Nur das Radio können wir wieder anmachen. Eieieiei. Ja, da wir nicht mehr so viel Munition haben, nehme ich mal hier den Feuerhagel. Was auch immer. Sieht so ein bisschen aus wie ein Noob-Tube. Scheiße. Hey, ist gar nicht mal so schlecht, das Ding. Sogar ziemlich geil. Alter Seemann, lass die Kraft namens Sog den Verhass. Albatros, okay. Hier kommen wir her.
Also hier rechts um die Ecke. Einmal noch die Kiste durchsuchen. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Mr. Comstock, wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Er half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Fertig. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. So, zwischenzeitlich noch einen zweiten Tresor geknackt hier. Benötigt 3 Lockpicks. Knacken, nicht kacken. Knacken, nicht möglich. Scheiße. Hätten wir mal die Lockpicks behalten für uns. Toll. Jetzt ist da ein Riesenraum und ich habe hier aus lauter Egoismus den Tresor einfach aufgemacht. Scheiße. Aber was mir gerade mal einfällt, ich habe noch gar nicht geguckt, ob man überhaupt vielleicht mal hier die Dinger im Verkaufsautomat kaufen kann. Das wär's ja. Nee. Schade, leider nicht. Hier ist etwas Geld. Danke. Vielen Dank. Da oben ist ein Riss. Kannst mit dem Mann. Na komm, hoch das Bein. Ein reiches Mädchen tanzt eben. Da! Hier. Waffenautomat. Ja, ist ein Granatenwerfer. Was sagst du, Hurensohn? Ich glaube, es hackt bei dir. Bist ja wohl nicht mehr ganz in Ordnung. Freundchen. Jetzt ist aber Schluss hier. Der ist immun gegen das Teil. Jetzt haben wir einen Lockpick gefunden. Jetzt haben wir wieder 3. Das heißt, wir können gleich nochmal kurz durch die Tür. Davor gucken wir uns das hier nochmal an, was es hier so gibt. Nö. So, ich will jetzt da durch. The Salty Oyster. Das ist eine Bar. Mal sehen, was ich tun kann. Mach mal auf den Laden. Geschafft. Merci. Was? Verrecke, du Bastard! Was? Was? Bastard? Lieber ein Bastard als ein Haufen Scheiße. Zack, kaputt. Wir knallen uns mal alles rein, was hier auf dem Tisch liegt. Mal gucken, was dann passiert. Wow. Wir sind schon wieder ganz schön voll. Toilette. Aber hier ist nichts Besonderes. Ah, Kinetoskop. Aber den Scheiß gucken wir uns nicht an.
habe Geld gefunden. Bedarf? Wow, cool. Schön. So, jetzt wechseln wir aber mal hier zur Pistole. Wir brauchen was, was ein bisschen mehr Muni hat. Hat da jemand geschissen? Was zur Hölle? Kartoffel. Ja, nee. Ist klar. Das ist widerlich. Was sind Sie lieber? Tödlich oder tot? Schrotflinte gibt's ja auch. Ja, das ist ja richtig. Eine Goldgrube. Ist ja alles. So, aus. Oh, auch mal entspannt. So, die Bar wäre durchsucht und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat, dann abonniert mich und gebt mir einen Daumen hoch. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen und bis zum nächsten Mal.